Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aplux Tale. Wir befinden uns auf dem Schiff, sind gerade von der tyrannischen Insel abgehauen, wo die uns opfern wollten. Und ja, jetzt können wir hier ein bisschen mit den Leuten reden, glaube ich. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Was ist mit Hugo? Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Naja, so wird es nicht enden. Das wissen wir jetzt schon. Mal sehen, was Sophia sagt. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Ja, was passiert jetzt wohl noch? Mal gucken, was unser Alchemist so macht. Die Raskas hat uns gerettet. So, hier ist er schon drin, ne? Geht auch schon. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Ach, wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Okay, vielleicht legen wir uns mal hin. Ich könnte ewig schlafen. Ich brauche ein Bad. Okay, mit anderen haben wir gesprochen. Was Hugo gefunden hat. Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey, ein Schiff! Oh, oh. Ach, der Graf. Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Machen wir jetzt. Geh rein, Hugo. Dort ist es sicherer. Alles klar, wir holen es ein. Amisha, hier oben, zu mir. Komm, und die anderen? Die kommen. Zum Seil auf der anderen Seite. Alles klar. Na los, schneller! Der Scheißkerl lässt nicht locker! Wir müssen sie loswerden, wenn sie uns entern. Fertig! Gut! Sie kommen immer noch näher! Oh nein, 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 was jetzt? Das Segel in den Wind! Wir brauchen einen besseren Winkel! Da drüben ist man.
Komm schon. Wo ist das Symbol? Du ziehst es zu dir. Ja, wir dürfen nicht scheitern, Anno. Tun wir nicht. Es klappt. Wir nehmen Fahrt auf. Aber das wird nicht genügen. Sie kommen. Werft Ladung über Bord. Schon der Mappa. Hilf mir hier, Amicia. Komme. Oh, Bogenschützen. Alle Köpfe runter. Ich übernehme die Fracht. Los! Geht klar! Sekunde, ich komme! Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen? Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Verschiedene Ahnung, du bist vorne, Victor! Den Sohn lasst unversehrt! Hätte man schon nie ändern können. Irgendwas passiert gerade. Amicia! Amicia! Was ist los? Oh nein! Sie sind über Bord gegangen! Steh auf, Amicia! Wer ist über Bord gegangen? Hugo? Nun, das wäre ja auch uncool. Das war vielleicht von mir auch dumm. Na gut. Kämpfen wir! Ach so, hey, warte. Siehst du deine Männer gern sterben, Victor? Heute auf sie! Ich überlasse dir die Bogenschützen. Deine letzte Chance zu verschwinden, Graf! Du bist Nanos! Ich tanze auf euren Leichen! Zu weit? Du, das Boot ist zerstört, Anno! Wir nehmen Meeres! Finger weg vom Jungen! Kapiert! Macht sie fertig! Unsere Zukunft steht auf dem Spiel! Es gibt keine Zukunft für niemanden! Nein! Wir schaffen das! Kommt nur! Ich bin in Bestform! Ihr sterbt wie die Fliegen! Ihr verdient den Sohn nicht! Ich schlitze euch auf, bis ich das Meer rundfahre! Gib uns das Kind wieder! Wie viele sind da? Es werden weniger, nur das zählt jetzt! Oh nein. Amicia, nein! Amicia! Amicia! Ja, Ratten kann er wohl da nicht rufen. Sie ist tot. Hugo, komm mit mir!
Hugo, komm her! Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Karate-Schlag! Zack! Der K.O. Ein zerbrechliches kleines Ding. Alles klar! Du gewinnst! Tu ihm nichts! Nichts tun? Er ist Emilys Sohn. Mein Sohn. Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde. Nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Warum geht er nicht einfach dazu ihm hin? Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie. Der Wall. Na, wie oft, wie viele Leben hat sie, ne? Fragt man sich da. Sie ist ja schon ein paar Mal zerschnitzt, zerschnatzt. Im Kopf was bekommen, ein Schwert angestrichen worden. Man weiß es nicht. Kapitel 15, sterbende Sonne. Ah, verflucht, du verdammtes Monster! Hör auf zu schreien. Fühl die Schmerzen. Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Hugo! Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Ich helfe dir. Achso, die beiden leben noch. Na, ist doch gut. Oh, verflucht. Ja. Oh, jetzt ist wieder ein Rumgekrebs hier mit dem Gehen. Halt durch. Schau dir mal die Grafik an hier, Alter. Wie bombastisch sieht das bitte sehr aus. Hat er was gesagt? Das sind 60 FPS, geil. Nun will er Krieg. Das wäre geil. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Sophia und Lukas? Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Hierdurch. Komm, langsam. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Made von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Oh. Nein. Was so etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange, bis er mir dient.
und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheiß Kerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß, was du... Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Gib mir Deckung und pass auf. Oh. Der gehört mir. Tötet das Mädchen! Hat er Lump gesagt? So leicht.
ist Tod vorbei. Jetzt stirb. Dann. Brenne, warum seht ihr euch alle so nach dem Tod? Ich komme, Hugo! Die halten uns nicht auf! Er ist mein Bruder! Wo ist er? Warum sollte ich mit einem Toten reden? Der Sohn wird uns alle retten! Wir verschwenden unsere Zeit, Anno! Wir müssen Hugo finden, bevor er... Hör auf mit dem Scheiß, Victor! Wo ist er? Er ist dir doch egal! Du willst doch nur meinen Tod! Falsch! War das nicht so, wie ich es wollte? Kann hier schon vorher dahin machen, oder macht das keinen Sinn? Er denkt, ich bin tot. Was ist da los? Und gibt sich der Makula hin. Oh nein. Uncool. Marcel. Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum! Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben! Und er... Wir müssen sofort los! Ihr geht nirgendwo hin! Na, dann kriegen wir ihn ja jetzt noch besänftigt da. Verflucht, was ist das? Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen Sohn ersetzen? Lass ihn da ab! Sein Blut klebt an deinen Händen. Es war ein Krieg! Du hast uns im Stich gelassen. Oh nein! Warum hat der mich denn gekriegt, der Penner? Ah! Ehrlich. Verflucht, was ist das? Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du seine Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen Sohn ersetzen? Oh nein, ich muss schnell weg. Mann! Verflucht, was war? Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an? Ich bring euch alle um, wenn ich muss! Willst du deinen Sohn ersetzen? Lass ihn da raus! Sein Blut klebt an deinen Händen! Ich glaube, wir sind hier. Du hast uns im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Reise Großmut! Mach diese Fahrt zu deinem Ende und lass den Jungen gehen! Euer Tod ist so sinnlos! Aber ich bring das schon in Ordnung. Gib mir meinen Bruder zurück, oder du wirst alles verlieren! Ich werde nicht. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst, wo Hugo ist. So selbstbewusst! Mein Herr, wir müssen fort! Jetzt! Nein! Wir bringen es zu Ende! Töten Sie! Ach, da brennt nicht davon. Sie versuchen zu retten! Für die Helltage! Emily ist tot! Sie war die einzige Chance, die unsere Welt hatte! Jetzt kniet vor mir nieder! Oder sterbt! Es war Zeit für Frieden! Aber ihr musstet alles ruinieren! Alles, was ich hatte! Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen! Deine
Deine Technik wird nachlässig. Du hast zu viel mit Abschaum trainiert. Sie war besser, als du es je sein wirst. Von Heini. Ah! Ah! Ihr Idioten, ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen. Ah! Hey, stehen bleiben! Dahinter versteckt ihr euch! Na, viel Glück! Bleibt sofort stehen! Nein! Wo sind sie hin? Ich weiß nicht wie. Kein anderes Zeug mehr, mit dem ich da benehmen kann, oder? Oder warte mal. Oh nein, es steht auch noch. Das war's. Du bist alt, zu alt für den Kampf. Und ihr seid so unglaublich dumm. Amicia, er gehört dir. Es ist vorbei. Alter, der hat aber einen Schweinestein am Kopf bekommen da. Entschuldige ich. Bitte nicht. Nein. Die Zeit ist gekommen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Und du? Ich weiß. Da. Jetzt gibt's doppelte Rache. Obwohl, es gibt, glaube ich, nur 16 Kapitel im ersten Teil. Die ganze Zeit da. Gar nicht gesehen, kann man es noch nicht zugeben. Er wird die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft. Du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach.
Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Was kommt jetzt noch? Frag mal bitte. Wie weit noch bis Marseille? Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Nein, Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Oha, die Art von Zeichen? Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Oh, oh. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot. Was ist das für ein Groll? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet. Marseille ist verloren. Der... letzter Ruf. Der Makula. Wir sind verloren. Wir müssen zurück und Mama suchen. Steh auf. Bitte steh auf. Naja, reiten wir mal mitten rein, ne? Was soll passieren? Du musst. Wir brauchen ich mehr Helfer. Nicht hält das Ding auf? Marseille, sie verbarrikadieren das Tor. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Oh, oh. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter. Und jetzt? Es gibt noch ein anderes Tor, aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung, warte. Du schiebst hier. So müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los. Griechisches Feuer? Ja, der Graf hat sich ein paar Wagen vom Orden besorgt. Wir gehen also hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht drüber nach. Gehen wir, Sophia. Und weiter geht's. Über die Glut, bitte. Dieses Beben kommt nicht aus dem Boden. Nein, es kommt von den Stadtmauern. Das ist wie ein Herzschlag. Sein Herz, das sie führt. Was meinst du? Wie viele? So fängt es also an. Was? Unsere Strafe. Schneller, Sophia, schneller! Bleibt weg! Oh, da kann ich nicht hören, dass wir das hier machen, wa? Kopf. Wir überleben auch alles, ne? Nur mal so nebenbei. Hugo. Ah,
schwerst verletzt? Wer nicht? Wir sind da. Ich war noch niemals in Marseille. Tja, du kommst zur besten Jahreszeit. Suchen wir meinen Bruder. Oh Gott, oh Gott. Kapitel 16. König Hugo. Dich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Ich vergesse es nur manchmal. Lukas. Ich muss schon sagen, es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Du bist viel zuverlässiger, ruhiger und freundlicher als sonst wer. Ich weiß nicht. Du bist meine Familie. Sagt ihr all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Ihr werdet noch sehr lange leben. Ihr schafft es. Und das ist ein Befehl. Etwas viel Besseres als das. Gut. Pass bitte auf. So, ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Break und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.